Hallo meine lieben Freunde, euer Paralig ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ja, Leben sind wieder am Start, wollen wir mal sehen, wie wir hier auf der Brücke abschneiden. Lief ja im letzten Part nicht allzu gut, aber okay, wir waren auch ein bisschen angeschlagen vom Level davor. Bin überhaupt erstaunt, dass wir in der letzten Folge... Danke Auto. Bin überhaupt erstaunt, dass wir in der letzten Folge es überhaupt geschafft haben, zwei Level zu betreten. Aber egal. Ein Level pro Folge will ich dann doch wenigstens schaffen. Und das heißt, Mühe geben. Ah, da sollte ich natürlich nicht auf die zerbrechlichen Bretter springen. Und kann ich nicht irgendwie so springen, dass ich... Ja, genau so. Dass ich nicht sterbe. So, und... Ah, genau rein. Ich glaube, ich muss auf diesem anderen Dings... wie heißt es? Auf diesem anderen Brett muss ich landen. Das eine Brett, was stabil ist. Das ist auch wirklich un... Jetzt habe ich nicht lang genug gedrückt. Das ist aber auch wirklich unfair gemacht. Da sind einfach nur so kleine Bretter, wo Crash gerade so drauf passt. Da hat man mich, habe ich auch im letzten Part erwähnt, mehrmals vorgewarnt. Pass auf, es wird ein Level kommen, da musst du auf Bretter drauf springen, die ganz klein sind und wo Crash gerade so drauf passt. Und ja, das ist dieses Level. Okay, das haben wir geschafft. Oh wow, da wäre ich fast reingefallen. So. So. Gekonnt ausgewichen und sehr schön. Haben wir es bis hierhin schon mal geschafft. So, jetzt kommen die schwierigen Sprünge. Aber hier gibt's Leben. Und Leben begrüße ich doch sehr. Und geschafft. Okay, es läuft erstaunlich gut. Und dafür, dass ich das jetzt gesagt habe, werde ich... Ich wollte es gerade sagen. Dafür, dass ich das jetzt gesagt habe, werde ich jetzt einfach beim nächsten Sprüngen sterben. Aber egal. Oh Gott, jetzt war ich zu vorsichtig. Ich darf nicht zu vorsichtig sein. Ein bisschen länger durchdrücken muss ich dann doch. Sehr schön. Was? Ich weiß immer noch nicht, was die hier bedeuten. Ich nehme immer noch an, dass die mit diesen speziellen Extrakristallen zu tun haben. Was, denke ich mal, auch so sein wird. Aber das werden wir schon noch alles zu gegebener Zeit herausfinden. Oh, okay. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe. Okay, jetzt kommen die bösen Sprünge. Jetzt kommen nämlich nur einzelne Bretter. Aber ich würde sagen, wir haben bestimmt schon über die Hälfte. Ah, Gott. Ich brauche ein bisschen mehr Anlauf eigentlich für die Sprünge. Okay. Ja, ja, ja. Sehr schön. Wieso ist hier eigentlich Eis? Ich meine, sind wir so hoch oben? Oh, lol. Sind wir so hoch oben, dass es hier echt schon so kalt ist? Oh nein, das ist kein Checkpoint gewesen, ne? Scheiße. Okay, ja, 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 und zack. Okay, das haben wir dann schon mal raus, denke ich mal. So, vor dem Kollegen da habe ich Angst. Wow, 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 nicht so hastig, Alter. Und, okay, ich bin an ihm vorbei. Und, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Egal. Ich habe auch den Bonus da schon in der Entfernung gesehen. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall entweder schon genau die Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte haben, weil bei manchen Leveln ist es ja auch so, dass der Bonus aus irgendeinem Grund am Ende kommt. So, komm nochmal. Genau hier an die Seite. Sehr schön. Kann ich nämlich schön an dir vorbeirennen. Und so. Da sind wir zumindest schon mal beim Bonus angekommen. Ich dachte gerade, ich wäre über den Bonus rübergesprungen. Okay, was gibt's denn hier? So. Moment. Ist da oben vielleicht irgendwas? Oh mein Gott. Ich wette, da oben ist einfach nichts.
Aber das ist meine Neugier und mindestens einmal muss ich diese Neugier versuchen. Auch wenn es dann meistens mein Tod bedeutet. Aber gut, zum Glück kann man hier... Ach du Scheiße, was soll das denn werden? Ah, so, also. Kettenreaktion, genau. Und dann komme ich hier rüber. So. Ach, okay, das habe ich geschafft. Okay, alle Kisten geschafft. Gut. Ich bin mal jetzt gespannt. Aber da war auch wieder so ein Bonusweg eben, ne? Ja. Dann werden uns bestimmt wieder Kisten fehlen. Hä? Oh, sag nicht, ich muss den als Sprungbrett benutzen. Oh, natürlich soll ich ihn dann auch treffen. Das wäre von Vorteil. Aber zum Glück ist dieser Bonus quasi ein unsichtbares Dings. Ein unsichtbarer Checkpoint. Oh ja, es klappt sogar. Zack. Okay. Da ist das Ende. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Ich sehe da hinten eine Kiste und auch sogar Äpfel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ganz hinten in der Entfernung. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen diese Extrakristalle. Und wie viele fehlen uns? Oh ja, 11 Stück. Die werden vermutlich auf diesen Extrawegen sein, aber ich bin erstaunt, dass wir da jetzt so gut durchgekommen sind. Das hätte ich nicht erwartet. So, solange jetzt nicht wieder irgendwie in den nächsten Level ein Bosskampf kommt, den ich nicht verstehe, Ripperoo, dann sollte eigentlich alles klar gehen. Oder es kommt wieder ein Level, so wie das Höhlenlevel, wo ich einfach komplett sterben werde. Und da ist wieder so ein zweiter Weg, der führt bestimmt wieder zu Coco, mal sehen. Achso, das ist sogar schon, das hier. Ja, dann fehlen uns sogar nur noch 3 richtige Level und dann sind wir schon in Welt 3. Oh Junge. Ich hoffe, das wird besser. Es wird nicht besser. Oh, es ist wieder so ein Level. Na, komm schon. Aber ich glaube, wenn das so ein Level ist, wo ich abhauen muss, dann ist es aller Voraussicht nach auch ein Level, in dem ich alle Kisten bekommen kann. Eigentlich. Ja, es ist wieder so ein Level. Das finde ich jetzt aber ein bisschen Recycling, weil es tatsächlich genauso aussieht. Natürlich ist es anders ausgebaut, aber vom Aussehen her ist es ganz einfach genauso wie das 4. Level aus der ersten Welt. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Hätten sie sich schon was anderes einfallen lassen können. Meinetwegen irgendwie, ja, keine Ahnung, von irgendwas anderes verfolgt werden oder so, aber das ist ein bisschen Recycling. Es sind sogar genau, es ist genau dieselbe Umgebung, genau dieselbe Musik, genau dieselben Plattformen. Es ist im Grunde einfach genau dasselbe. Also mit Einfallsreichtum hatten sie es damals noch nicht so in den Leveln, kann das sein? Zumindest in Teil 1 nicht. Von Teil 2 und 3 kann ich ja noch nicht sprechen, die habe ich ja noch nicht gespielt. Okay. Aber das Level scheint länger zu sein als die anderen. So. Okay. Okay. Bloß nicht die Kugel auslösen. Sonst ist Crash platt. So, an den Teilen immer vorbeirennen, weil ich weiß nicht, ob man gestoppt wird, wenn man die berührt. Oder vielleicht nicht gestoppt, aber auf jeden Fall wird man langsamer. Aber dieses Level hier... Oh ja, ja, ich bin langsam geworden. Dieses Level hier ist angenehmer als die anderen, will ich mal sagen. Oh, und schon passiert's. Aber es ist trotzdem relativ angenehm. Es macht Spaß. Und das war der erste Tod in diesem Level. Das kann man auf jeden Fall verkraften. Ich muss halt nur versuchen, diesen ganzen Sachen hier auszuweichen, damit ich nicht langsamer werde. Weil... wenn ich durch Sprünge sterbe, ist das okay. Das ist dann halt meine eigene Dummheit, weil ich nicht richtig springe. Aber wenn ich sterbe, weil ich von der Kugel überrollt werde, dann... ja... zweifle ich an meiner Spielweise. Ich sollte sowieso an meiner Spielweise zweifeln, so oft wie ich schon gestorben bin. Aber naja... das war nicht... das war an derselben Stelle, kann das sein? Aber egal. Wir haben noch genug Leben.
Versuchen wir es erneut. Leider sind hier nicht genug Äpfel auf dem Weg, um Leben zu bekommen. Weil das wäre cool gewesen, dass selbst wenn ich da hinten immer sterbe, dann trotzdem immer wieder durch ein paar Äpfel trotzdem wieder Leben bekomme. Ich meine, bekomme ich so oder so, aber bei 5-mal sterben oder so bekomme ich vielleicht nur ein Leben. Und das ist dann, ja, das lohnt sich dann auch nicht. Okay, diesmal hat's geklappt. So. 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 Und so. Wow! Da fehlen aber ein ganzer Arsch voll Kisten. Ja, uns fehlt wieder ein Edelstein. Naja, was soll man da machen? Ey Leute, 2 Levels schon geschafft und wir sind gerade mal bei der Hälfte. Im Moment geht's aber ab. Na dann hoffe ich, dass sich das jetzt nicht wieder verschlechtert. Weil jetzt noch 2 Level, glaube ich. 2 waren es das? Ich meine, es waren jetzt noch 2. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Welt. Ich hoffe nicht, dass das letzte Level hier ein Boss ist, weil... Hä? Hä? Oh nein, warte mal. Oh nein, dieser Bonusweg. Ja, dieser Bonusweg hat bestimmt... Würde bestimmt dafür sorgen, dass das Level hier aufgeht. Oh, da gibt's einen Schlüssel? In dem Level gibt's einen Schlüssel? Gab's auch schon im vorherigen Level Schlüssel? In keinem. Naja, irgendwofür werden sie schon gut sein, denke ich. Oder ob ich sie jetzt überhaupt bekommen kann, falls ich jetzt nicht irgendwie einen Extraweg gehen muss oder so. Weil ich weiß nicht, ob es die Extrawege auch schon in Teil 1 gab, die man nur nehmen kann, wenn man keinmal im Level stirbt. Weil wenn das am Ende jetzt ein Level war, wo man nicht sterben durfte in dem Level davor. Hui, das wäre scheiße. So, immer in jedem Level vorher noch schön nach hinten laufen. Denn überall könnten... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Obwohl wir diese Plattform ja schon mal gesehen haben. So. Okay, dann vorsichtig. Diese Feuersprünge kann ich auch nicht leiden. Okay, hat's geklappt. Sehr schön. Nein, unten bleiben. Und die Fledermäuse schon wieder. Das ist auch wieder mega Recycling. Genau dasselbe Level, halt nur anders aufgebaut, gab es halt schon mal. Aua. Und ich glaube sogar, dass es genau dieses selbe Level, in genau demselben Design, nur anders aufgebaut, sogar schon in Welt 2 gab. Also in der Welt, in der wir halt jetzt sind. Sehr schön. Ich hab's gewusst. Hier kommen wieder Fledermäuse. Ich weiß... Oh Mann, ich habe jetzt extra so schwach gesprungen. Bekomme ich Schaden, wenn ich da oben gegen die Fledermaus springe? Kann ich überhaupt gegen sie springen? Das ist hier die große Frage, nicht wahr? Naja, wer ausprobiert, wird schlauer. Oh mein Gott, oh mein Gott, man kann aus dem Bildschirm rausspringen? Das ist, wieso? Hätten die nicht ein paar Kisten anders platzieren können und das Level einfach nur im 2D-Movement machen können? War das wirklich so viel verlangt? Activision? Oder nee? Activision hat es ja nicht programmiert, es ist ja nur der Publisher. Ist ja auch egal. Oh mein... Oh, da war ich zu langsam. Ich hätte mich noch retten können, wenn ich rechtzeitig gesprungen wäre. Aber naja. Aber wir bekommen jetzt auch gleich wieder ein Leben. Durch Äpfel... Kann es sein, dass ich wieder ungeduldig werde, weil ich mich jetzt sicher fühle, weil ich schon 2 Level in dem Part geschafft habe? Ruhig. Stehen bleiben. Du hast Zeit. Noch 6 Minuten. Nee, genau das habe ich gedacht. Und los. Und stehen bleiben. Diese verdammten Fledermäuse. Ich habe wirklich Angst, gegen die zu springen. Ah!
Ah, oh mein Gott, das ist so knapp. Komm, spring weg. So. Und dann klatsche ich wieder in der Luft ab. Sehr schön. Stehen bleiben. Da kommen nämlich die Fledermäuse. Und okay, ich kann keinen Schaden bekommen. Die Fledermäuse sind im Hintergrund. Warten. Wer wartet, gewinnt. So, aufpassen. So. Oh, zwei Leben, geil. Die kann ich ganz sicher gebrauchen. Oh, das ist knapp. So. Oh nein, was wird das denn jetzt hier? Na, man muss nur den Rhythmus wissen. Ich dachte, da könnte man reinspringen. Naja. Hinterher ist man immer schlauer, was? Das sah halt so verdächtig aus. Ich meine, klar, da war zwar nichts zu sehen, aber es hätte sein können. Naja, egal. So, zack und zack. Und warten. Rhythmus abpassen. Und hoch. Sehr schön. Ja, es läuft auf jeden Fall nicht gut, will ich sagen, aber wesentlich besser. So kann man das, denke ich, ausdrücken. Ah, da bin ich ja schon wieder tot. Das passiert mir jedes Mal, ey. Ich sag, es läuft gut und dann sterbe ich einfach. Ich sollte einfach pessimistisch an die Sache rangehen. Einfach sagen, nö, wird nichts, alles scheiße, ich gehe eh wieder Game Over. Und dann schaffe ich's auch. Vermutlich. Sehr schön. Zumindest weiß ich mittlerweile, wie ich... Angst. Zumindest weiß ich mittlerweile, wie ich den springenden Eidechsen auskontern kann. Die gehen ja komplett random. Okay. Wir haben im Prinzip noch nicht viele Leben verloren, weil ich bin mit 31 Leben eben ins Brückenlevel reingegangen und wir haben jetzt 27. Das bedeutet, wir sind noch gut dran, was den Verlust der Leben angeht. Ja. Nein! Warum? Warum? Wieso? Die gehen komplett random. Wie will man sich da... Hä? Die Plattformen bewegen sich einfach komplett zufällig. So. Zack. Und hier drauf. Ah, Vorsicht. Da wollte ich gerade schon wieder springen, weil ich zu ungeduldig war. Okay, warten. Okay, das hat geklappt. So, haben die ein Muster? So, der geht raus. Der kommt raus und der rein. Und dann gehen beide. Okay. Wow, 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 wow. Okay. Oh, der fährt ja ein. So, muss ich nur aufpassen, dass ich nicht da unten in die Flamme falle. So. Ja. Nein. Und da ist die Plattform nicht wieder aufgetaucht. Schön. So gefällt mir das doch. So. Zack und zack und zack. Warten. Und raus und raus und drauf und zack und zack und zack. So, jetzt kommt noch Solo-Scheiße dazu. Ich danke euch vielmals. Oh nein, zu schnell. Wie soll ich das denn abpassen? Okay. Warten. Drauf und Sprung. Wow, das war fast schon zu schnell. So, so und so. So und so und so. Okay, bis hierhin komme ich schon mal einigermaßen problemlos. Okay. Okay, das hat schon mal geklappt. So. Was? Erst die erste? Wie lang ist das Level denn? Das ist noch nicht das letzte, oder? Nee. Nee, das letzte müsste gleich kommen. Mmh.
Ah, da wollte ich mal wieder zu schnell sein und es wurde sofort bestraft. Das ist wirklich böse in dem Spiel. Du willst einmal schnell sein und das wird sofort bestraft. Vorsicht. Oh, zu schnell. Ich habe den Rhythmus der Flamme nicht raus. So. Wenn man hier immer sofort weiterspringt, dann sollte man theoretisch keins verpassen. Genau. Okay, warten. Flamme geht an. Und Flamme geht aus. Drauf und Plattform. Okay. So, die Plattform hier ist massiv. Hier kann mir nichts passieren. So. Noch immer schön die Äpfel mitholen, weil jeder Apfel ist wichtig bei meinem Lebensverlust. Okay. Raus. Zack. 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 Und geschafft. Okay. Schön die Äpfel sammeln. Aber das war jetzt die erste Maske? Habe ich eine übersehen? Nee, oder? Kann eigentlich nicht. So. Oh lol, wie böse. Hier hinten ist einfach ein Checkpoint. Oh, und ich verstehe auch wieso. Oh lol. Ja, ich verstehe auf jeden Fall wieso. Wieder Sachen, die komplett random sind und absolut keinen Rhythmus haben. So, Brett kommt raus. Du fährst ein. So. Okay. Kommt irgendwas raus? Nein. Drüber. Warten und drüber. Okay, 2 Leben bekommen. Sehr schön. So. So. Wow. Raus. So. Die ist massiv. Genau. So. Ja. Habe ich die eine jetzt zerstört? Okay, aufpassen. Nicht in die Flamme springen. So. Massive Plattform. Und drauf. Und hoch. Und zack. Und zack. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh nein. Hoch da. Nein. Crash. Bitte. So. Raus. Fuck. Was passiert hier gerade? So. Okay. Konzentration jetzt. So, du drehst dich, dann kann ich hier drauf. Das ist eine massive Plattform, da passiert nichts. Dann wieder hier drauf. Und so, jetzt kommt wieder die Stelle. Warten. Ich habe hier irgendwie so ein Rhythmusproblem. So. Nein! Puh. Ich glaube, hier muss ich einfach nur abartig schnell sein. Ja, noch ein Checkpoint. Leute! Warte mal. Hier muss immer nur Ausrufezeichenkiste sein und ich hoffe, ich sehe sie auch da oben. Ja, dich muss ich benutzen, oder? Ja. So. Schön die Äpfel mitnehmen. Oh, jetzt gibt es sogar Cortex-Masken. Puh. Okay. Der Part zieht sich schon wieder viel länger, als er sollte. So, der geht raus, die beiden gehen raus, alle gehen raus. Und durch. Ja, ich glaube, mittlerweile habe ich es verstanden. Immer wenn im Hintergrund eine Fledermaus hängt, fliegen Fledermäuse am Bildschirm vorbei. Wie viele Masken habe ich? Immer noch nur eine, das kann doch nicht sein. Okay, warten. Und zack. Und so. System. Alle gehen raus. Das heißt, es hat kein System. Okay. Hilfe. Ich habe Angst. Hilfe. Ich habe sehr große Angst. Mann.
Jetzt geht es auch noch Cortex-Masken, ey. Fuck. Ey, wetten. Warten. Wetten, ich könnte hier sogar alle Kisten holen und bekomme sie nur nicht, weil ich die Masken nicht finde. Oh, zu langsam. Ich hasse es, durch Situationen zu sterben, wo ich zu langsam bin. So. Danke. So. Abwarten. Oh nein. Nur durch diese Tode zieht es sich wieder. Es lief so gut. Es lief so gut, den ganzen Part über. Und dieses Level zerstört mich jetzt. So. Warten. Hier schön warten. Da kommen die Fledermäuse. Ich springe hier drauf. So, und hier rein. So. Warten. Rauf und hier hin. So, abwarten. Immer schön abwarten. Wer wartet, gewinnt. Fuck. Ja, ich habe immer so Angst, wenn ich an diesen Wänden vorbeilaufe. Okay, Leben brauche ich dringend. Die zweite Maske. Das Level ist lang. Meine Fresse. Puh. Oh Mann, das sieht so kompliziert aus. Moment. Beide fahren raus. Nein. Okay. Hier hin. Oh, Cortex-Maske. Ich habe alle drei Cortex-Masken. Was ist los? Lass mich raten. Der Strudel da hinten ist für die Cortex-Masken. Und zack. So, was gibt's jetzt hier? Bonus lädt. Oh. Ein düsterer Bonus. Oh oh, oh oh. Oh oh. 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 Okay, Freunde, wisst ihr was? Das zieht sich viel zu lange. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Ich wollte so etwas nicht tun. Aber ich muss es jetzt tun. Also werde ich jetzt hier beenden und im nächsten Part machen wir dann in diesem Bonus weiter. Gut, also Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen und ciao, Leute.